Hey Leute, willkommen zurück zu Bioshock. Okay, ich werde mich gleich mal kurz um diesen Apparat hier kümmern. Es wird immer verzwickter. Wir hören immer mehr neue Nachrichten von Andrew Ryan und lernen so ein bisschen seine Weltanschauung kennen. Ist schon recht interessant, aber auch sehr, sehr, ja, extrem, würde ich fast sagen. Also, ich weiß ja nicht. Für Menschen, die da so ein bisschen geordneteres Weltbild haben, die können da wahrscheinlich nicht sehr viel mit anfangen, weil der ist da sehr, sehr, wie sagt man, seltsam einfach. Okay, ich leck mir mal kurz den Apparat. Warum ich das mache, das Positive ist nämlich, ich kann mich jetzt heilen, billiger. Und wenn Gegner sich dort heilen möchten, das machen sie nämlich auch manchmal, wenn sie verwundet sind. Ja, komm, lass uns spazieren gehen. Dann kriegen sie Schaden dadurch. Und das finde ich lustig. Oh, seht mal hier diese Eisbrocken. Die können wir später beseitigen, aber erstmal nicht. Dafür brauchen wir noch ein anderes Plasmid. Ich habe im Moment nur Elektro, aber es kommen noch mehr dazu im Laufe des Spiels. Was? Die Sounds sind etwas abgehackt, finde ich. Oh. Alles klar. Oh, der ist gefährlich. Sein Granaten, der Arsch. So. Oh, da... Ich bin so blöd. Ich renne auch natürlich direkt rein, gell? Ja, das war sehr clever. Oh, die ist ja schön verbrannt, aber sie hat noch Geld einstecken. Oh. Ja, es ist, glaube ich, auch Uncut. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es wäre Uncut. Ich habe mir die damals original aus Österreich bestellt, diese Version. Oh, Loving Memory of Winston Hoffner. Sie ist ja sehr hübsch. Ja, hören wir uns das mal an. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pin... Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Ja, das Dumme ist leider, man wird öfters mal unterbrochen. Wir hören es gerade nochmal. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Ja, ihr hört schon, dieser Steinman, der hat sie nicht mehr alle. Aber das werden wir bald noch feststellen. So, die Kameras können wir natürlich auch hacken. Und das Gute hieran ist, wenn sie die Gegner erspähen, dann ist das schlecht für sie und nicht für uns. Oh, panzerbrechende Kugeln. Ja, es gibt verschiedene Munitionstypen. Oh, okay. Die ist ja echt schon tot, ich meine. Selbst wenn, wäre es nicht schade. Die sind alle so verrückt hier. Die kann man nur gar nicht mehr als Menschen ansehen. Das sind einfach nur kranke Freaks. Kranke Freaks. Und wir bekommen Hacker's Delight. Seht mal. Das ist eine passive Fähigkeit, ein passives Tonika. Mit Hacker's Delight wandelt ihr Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in eine leistungsstarke in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen. Mit diesem Körpertonikum können wir uns selbst dann heilen durch Hacken. Ihr habt's gelesen. Ihr habt's gehört, wie ich vorgelesen habe. Das ist jetzt ganz okay, aber ich bin eigentlich der Meinung, es gibt noch viel, viel bessere. Okay, Alter. Du bist nicht ganz klar im Kopf. Ich weiß. Deswegen werde ich mir mal kurz deine Knarre schnappen. Was ist sie denn? Ja, die schmeißen immer die Waffen von sich. Das ist unglaublich. Die darf man dann wieder suchen und alles aufklauen. Oh, sieh mal. Ein Parasit treibt sich herum. Abfackeln. Ja, abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Ich habe zum Glück noch einen Slot frei für mein Plasmid und jetzt sehen wir. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus.
Ja, wir sind immer so ein Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Ihr habt's gesehen. Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Erreichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Echt? Ich weiß schon, was hormonelle Lockstoffe sind, mein Lieber. Na, Pheromone. Es ist halt sehr viel mit Genetik hier in dem Spiel, also mit biologischen Waffen, kann man fast sagen. Und dieses Abfackeln ist sehr praktisch, weil ich kann damit jetzt endlich das Eis beseitigen, das wir gesehen haben. Ah, G-Patronen, sehr schön. Kann ich die gleich mal nachladen. Man sollte nie mit ungeladenem Magazin aus dem Haus gehen. So viel dazu. Wenn ich das Mausrad drücke, kann ich auch die Munitionsart wechseln. Sehr, sehr praktisch gegen andere Gegner später. Es gibt nämlich nicht nur diese Standard-Splicer. Es gibt noch ganz andere Kaliber, glaubt mir. Die sind bei weitem nicht so angenehm. Ich höre schon wieder was, was mir nicht gefällt. Zack! Und schon können wir das Eis zum Schmelzen bringen. Toll, ne? Oh, 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 Granaten von sich. Na, lauf. Oh, das Ding, das hat einen ganz schön... Nö. Ist einfach gerade mein Maschinengewehr kaputt gegangen. Das ist nicht so toll. Das Ding hat einen ganz schönen Recoil, muss ich sagen, dieses Maschinengewehr. Das zieht wie Hölle nach oben. Ja, Kuppe. Wow. Ich glaube, er ist tot, oder? Ja, er müsste tot sein. Ist er hingefallen? Das war die andere. Ne, komm. Ich habe noch genug Medipacks. Normalerweise muss man sich das so ein bisschen einteilen später. Zurzeit ist da aber kein Bedarf. Da kann ich mich nämlich auch an diesen Automaten heilen. Wo ist der denn hingeflogen? Die haben doch oft noch was einstecken, diese Typen. Ich nehme trotzdem mal das Elektroplasmid so lange. Das ist leider ein bisschen unpraktisch, weil man oft die Plasmide wechseln muss und die Waffen damit. Ich sag mal, in Teil 2, den ich dann im Anschluss spielen werde, ist das ein bisschen besser gelöst. Zum Glück. Bist du bescheuert? Ja, war sie. War sie, war sie, war sie. Oh, Schrot, schön, Geld. Die Giftspritze. 0451. Ja, diese Codes findet man immer mal wieder. Seht mal, die haben... Die hat jetzt echt um das Ding hier getrauert, um die Spieldose mit den Kuchen. Ich würde nicht um Kuchen trauern. Nur wenn man ihn isst. Was war das eben für ein Geräusch? So, dann stellen wir mal ein. 0, 4, 5 und die 1. Zack. Ja, diese Codes gibt es öfter. Man muss nur die Augen offen halten, dann findet man sie, glaube ich, alle. Oh, ein Autohacker. Diese Dinger sind praktisch. Wie der Name schon sagt, wir können einfach automatisch irgendwelche Schlösser damit hacken, ohne uns die Finger schmutzig machen zu müssen. Toll, ne? Die Dinger sind aber dementsprechend selten, also sollten wir sie mit Bedacht einsetzen. Und nur wenn wir es wirklich brauchen. Nicht bei billigen Schlössern oder sowas, die wir eh knacken würden. Oh, hi. Da werde ich doch gleich nochmal... Kurz vorsorgen. Ja, was? Ich war zu schnell. Jetzt. Ja, das ist eine sehr lange Ladeanimation. Oder Nachladeanimation, besser gesagt. Oh Gott. Mach doch nicht sowas. Okay, alles gut. Oh, Security Expert. Security Expert ist die neueste Ergänzung der HackSmart-Produktpalette und wurde entwickelt für Hacker, die sich auf die Deaktivierung elektronischer Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert haben. Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Geschützen, Bots und Kameras. Ja, wunderbar. Das hört sich doch gut an. Wir haben verschiedene Slots, beziehungsweise... Warte mal, wie kann ich das... Ich will jetzt keinen Fehler machen. Ich schaue nämlich... Oh, ihr seht hier übrigens auch die Anzeige. Dazu komme ich auch noch, keine Sorge. Diese beiden Little Sister-Symbole. Ich will nur ganz kurz mal schauen. Ja, 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 das fragt er jedes Mal. Wo kann ich denn hier... Plasmid auswählen.
Ach so, das geht hier gar nicht. Okay, ich weiß wie. Ja, Entschuldigung. Ich bin mal wieder Stimmungskiller Number One. Aber das kommt nur am Anfang vor, weil ich weiß eben schon gar nicht mehr, wie das hier alles funktioniert. Das ist so lange her, Leute. Und dann gehen wir wieder raus. Wenn dieser Herr uns lässt. Oh yeah. Panzerbrechende Pistolenkugeln. Da freue ich mich doch. Ist da noch ein bisschen Geld drin? Nee, leider nicht. Habe ich schon geholt. Alter! Bist du bescheuert? Ja, ich sehe halt nicht viel. So. Das tut dir leid, dass du hässlich bist. Dieses Narbengesicht. Ich sag's euch. Die sind nicht sehr hübsch. Und die werden im Laufe des Spiels auch nicht hübscher. Boah. Das häng ich doch mal eben. Das wollte mich nämlich eben ein bisschen abballern. So, ja, ihr habt schon gesehen. Das ist passive Hacking-Dings, was ich da gefunden habe. Das hilft mir jetzt schon hier. Finde ich sehr schön. Ja, ich weiß, ich müsste nicht immer so viele aufdecken, aber ich mach das so gerne. Dieses Klicken, 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 das ist toll. So, dann machen wir das mal so. Wo haben wir noch so eins? Genau, das war's schon. Unser Geschütz. Ich weiß, es bringt nichts. Ich hätte es ebenso gut zerstören können. Ist mir doch egal. Ja, da kriegt man nämlich manchmal Munition raus. Und das finde ich doch sehr nett. Ich versuch's einfach mal. Oh, oh, das muss schnell gehen. Oh, 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 oh. Oh, 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 das wird, glaube ich, nichts. Nein, das wird auch nichts. Doch, vielleicht, vielleicht. Ich könnte es noch retten. Ja, man muss... Manchmal ist es auch wirklich unmöglich. Das ist so ein Bug im Spiel. Es gibt manchmal Hacks, die sind nicht machbar, wirklich. Da muss man... Da hat man einfach nicht die Teile oder man hat keine Möglichkeit, durch diese ganzen zerstörten Dinger hier durchzukommen. Aber ich habe es geschafft. Und was finden wir im Safe? Geld, Schrot und panzerbrechende Munition. Ja, das ist schön. Es gibt eben immer drei Items. Mehr können da nicht drin sein. Also drei verschiedene. Ist ein bisschen einseitig. Oh, hast du sie noch alle? Was? Aua! Das ist ja echt bescheuert. Wenn man sie übrigens betäubt und dann haut, dann kriegen sie viel mehr Leben am Bezug, wie ihr gesehen habt. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. Das finde ich sehr toll. Was? Dandy Dangerous. Oh, da seht mal, da ist wieder überall Eis. Was können wir wohl damit tun? Wenn wir unser Flammenblastbeat. Oh Gott. Haben sie hier schön Chaos angerichtet. Schauen wir mal. Immer wenn wir solche Schalter sehen, die können wir dann mit Strom bearbeiten und kommen in die Supplies. Hier gibt es wahrscheinlich auch wieder nicht viel. Ja, ich denke mal, das hängt auch vom Schwierigkeitsgrad ab. Je schwerer, desto weniger finden wir, so kommt es mir zumindest vor. Als ich es auf normal gespielt habe, beim ersten Mal damals, da war es bestimmt mehr, meine ich. Na gut. Erstmal wegschnipsen. Musik gefällt mir nicht und dass es da eben rot war, noch weniger. Aha. Schön, dass ich Post habe. Eingefrorene Rohre. Das hören wir uns kurz an. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's in Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Dann wird sich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das hier zu verdanken hat. Ja, Entschuldigung, wenn ich das immer so ein bisschen dann mit dem komischen Sounds hier überspiele, aber ihr hört ja wahrscheinlich... Ja, weiß nicht, ob ihr da genauso hinhört. Ich finde schon sehr interessant, die Geschichten. Hab ich erstmal Pistole voll. Was? Könnt ihr mal damit aufhören, hier wild rumzuballern? Das ist ein Geschütz. So, wir mal kurz die Karte checken. Also, wenn ich da hin, dann komme ich da. Ich muss nämlich hier hin, wie ihr seht. Wir sehen hier immer ein bisschen die Verbindung sehr seltsam gemacht.
von da nach da. Und dann komme ich hier weiter. Und ich glaube, hier ist auch mein Ziel. Aber deswegen will ich mich erstmal hier, hier und hier noch umschauen. Ja, es lohnt sich wirklich, alles abzusuchen. Oftmals. Denn da ist noch ein Plasmid versteckt. Oh! Moin! Alles klar, Kumpel. Alter Schwede, da schießt das Ding einfach mal an Raketen auf mich. Wer stellt denn sowas in einer Unterwasserstadt ab? Ich meine, es ist doch gefährlich, sowas hier. Meine Fresse. Muss ich nichts mehr zu sagen, oder? Ihr wisst, wie das enden könnte, wenn das Ding durch die Außenwand schlägt. Also sowas. Ohne Sinn und Verstand, die Typen. Aber so sind sie, lieben Raptors. Die lieben Raptorianer. Ra, 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 wenn man so sagen kann. Au! Hör mal auf, Kumpel! Ach, der schießt auf das Ding jetzt. Auf den Typen. Ja, das kannst du machen. Laden. Oh, schön. Man findet hier wirklich viel Zeug. Aber genauso schnell kann man es auch wieder verlieren. So, da war doch irgendwo eine Registrierkasse, oder? Ja, ja, du willst mir nicht wehtun. Das glaube ich dir aufs Wort. Ich werde das schon wieder eine Überwachungskamera. Da war sie schon. Seht ihr das rote Licht? Ja, auf das sollte man Acht geben. Sollte man wirklich gut darauf Acht geben. So, springen wir mal. Und dann kann ich sie hacken. Im Flug kann ich sie hacken. Bin ich nicht ein Genie. Das muss man erstmal nachmachen. Na komm, ich verhütze mir das ein bisschen. Oh, seht mal, diese Dinger hier. Die verlangsamen übrigens das Durchlaufen dieser Flüssigkeit. Das heißt, ich kann mir damit ein bisschen Zeit verschaffen. Meistens ist es aber nicht nötig, wenn man fix ist. Ihr seht es ja. Es gibt aber auch verdünnte Röhren, da läuft es dann schneller durch. Also aufpassen. So. Was haben wir denn hier noch? Eine Leiche. Hier ist ja gar nichts, Mensch. Für was bin ich jetzt hierher gekommen? Nur wegen dem Plasmid wahrscheinlich im Endeffekt. Ich sag's euch. Zorn. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44. Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt, die Probanden... Dr. Su Shong, ja, die Namen könnt ihr euch eigentlich... Müsst ihr euch nicht merken, aber könnt ihr euch merken. Naja, mehr kommt später noch dazu, wenn wir noch weitere Tonbänder finden. Ranch Jockey. Ranch Jockey lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelartige Waffen mit beispiellosem Geschick und unglaublicher Kraft führen können. Ja, das ist gut für unsere Rohrzange hier. Damit können wir nämlich jetzt stärker zuschlagen. Ich habe mal gehört, dass es lächerlich einfach sein soll, später, wenn man auf Schusswaffen geht. Auf Schlagwaffen meine ich. So wie eben hier dieses nette Rohrzange. Ich wollte schon Ofenrohr sagen. Aber ich werde natürlich auf Schusswaffen bleiben. Ich meine, es ist langweilig. Ich hätte auch überhaupt keine Lust darauf, jetzt nur rumrennen, hier diesen da zu machen. Es gibt später auch noch eine Frostverstärkung. Damit kann man den Gegner einfrieren. Mit dem Nahkampf. Finde ich sehr ulkig, aber naja, stehe ich nicht so drauf. Ich kann es ja mal zeigen. Ich meine, es tut ja nicht weh. Aber trotzdem. Sinnlose Experimente. Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen. Die konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Ja, Tannenbaum, die schien wohl bei den Juden im Lager gewesen zu sein, also bei den Deutschen. Ja, sie hat kein leichtes Schicksal hinter sich, aber... Ne? Was man so hört... Sie scheint ja schon eine Nette zu sein. So, dann wollen wir das mal so, dann so und dann noch... So, das war's. Mein Save. Später, glaubt mir, es wird noch richtig schwer, die Dinger zu hacken. Also jetzt ist das alles noch sehr Pillepalle. Aber es sieht noch richtig übel. Aber sehr schön. Das
da mal eben so ein Geschütz steht. Das will ich nur ganz kurz hacken. Weißt du nicht genau, was es macht? Ach, das ist eine Ballmaschine. Ach, toll. Ich dachte, das wäre ein böses Geschütz. Wir hören uns noch ganz kurz die Telekinese an. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Der Typ ist Doktor und redet von sich selbst in der dritten Person. Also wenn das mal nicht gruselig ist, oder? Telekinese. Heben Sie große Objekte allein mit der Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen Sie sie auf Ihre Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Ja, wir können es leider nicht mehr einsetzen, aber das ist nicht unbedingt wild. Das brauche ich auch nicht. Nein? Achso, ich muss es ersetzen. Und das ist ja doof. Nehmen wir es mal für Elektrobolt. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Wie gut, dass man seine Frauen mit Glasflaschen bewerfen soll, so wie einem das suggeriert wird. Ja, mit V können wir sie fallen lassen, mit linker Maustaste wieder werfen. Achtung. Genau so geht's. Naja, Leute, ich würde aber... Oh, was habe ich denn da runtergeworfen? Da war ein Dollar drauf. Cool. Noch was? Ah, ionischer Schrot. Das ist ja nett. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, ich beende den Part hier. Wir haben schon ein bisschen überzogen mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch, wenn nicht, einen Daumen runter. Und ich sage schon mal bis zum nächsten Mal mit BioShock. Zu introvertiert, um beachtet.